Aloha Seekräuter, aloha Wohnzimmerkapitäne, willkommen zurück hier auf dem Seekrautskanal, euren Infotainment-Hafen rund um World of Warships. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In dieser Folge des Ausblicks geht es um Mainz, Goriza und natürlich um die britischen schweren Kreuzer, die eine ganze Ecke an Änderungen bekommen. Wir wollen direkt erstmal mit der Mainz anfangen, die interessiert euch sicherlich auch sehr stark. Deutscher leichter Kreuzer, Premium-Schiff. Wie genau er ins Spiel kommt, wissen wir aktuell immer noch nicht, aber es ist hier, glaube ich, jetzt die vierte Änderung bei dem Schiff. Wir hatten ja vorher, wenn wir uns jetzt einmal die Eigenschaften der Hauptbatterie angucken, 7,5 Sekunden Ladezeit, das wurde reduziert auf 6 Sekunden, dann wurde die Panzerung der Türme verändert, also so, dass sie weniger häufig ausfallen. Dann wurden die Projektileigenschaften AP sowie HE, der Windwiderstandsfaktor, der Kruppfaktor bei der AP-Granate wurde ein bisschen verändert, sodass man jetzt auch leichter dann ja, Schaden macht mit der AP-Granate, dass man auch größere Distanz Kreuzer zum Beispiel noch vernünftig zitadellen kann, weil die Granate durch den Kruppfaktor ja härter wird. Und in dieser Ausgabe hier geht es um die Turmdrehgeschwindigkeit, also die Dauer für die 180 Grad Kehre. Ist jetzt hier noch mit 30 Sekunden angegeben. Die wird so schnell werden wie die Türme der Nürnberg. Die Nürnberg hat 23,7 Sekunden für die 180 Grad Kehre. Also sind ja am Ende Nürnberg Türme geworden durch die Ladezeit und so weiter. Vorher waren es Königsberg Türme, also T5, jetzt sind es T6 Türme und jetzt wird auch eben die Turmdrehgeschwindigkeit an diese Türme angepasst. Das ist nur folgerichtig, wenn man dazu sagen möchte. 23,7 Sekunden runter skillbar mit dem Eliteschützen dann auf 21 und irgendwas. Also das ist dann eine ganz angenehme Spielweise, denkt man. Gerade weil man die Mainz relativ flexibel einsetzen muss. Man muss ziemlich viel manövrieren und so. Ist es, glaube ich, nur sinnvoll, dass diese Fähigkeit jetzt hier bei der Mainz auch noch ja, eingebaut wird oder die Turmdrehgeschwindigkeit eben erhöht wird. Und dann kommen wir zu Goriza, der italienische T7 Premium-Dampfer, der ja demnächst zu Weihnachten erspielbar sein wird über die Direktiven. Wird ja 7 Stück geben, für aller Voraussicht nach. Und nach der dritten oder vierten Direktive wird die Goriza dann als Dankeschön, ja, ins Spiel integriert für euch in euren Account. Auch da gibt es jetzt nochmal eine Änderung, und zwar bei der Nachladezeit der Hauptbatterie. Die beträgt jetzt hier noch 16,5 Sekunden. Die geht jetzt runter, die Ladezeit, auf 15 Sekunden. Damit sind wir aber nicht besser als die Zara, ne? Damit sind wir sogar noch eine halbe Sekunde schlechter als die Zara, weil die Zara hat 14,5, die Goriza hat 15. Am Ende ist die Goriza genau die Zara, bloß ohne Torpedos. Mit einem deutschen Hydro. Auf 6 Kilometer werden da Schiffe aufgeklärt und ich glaube auf 3,5 Kilometer. 4 Kilometer Torpedos. Also das ist ein deutscher T10 Hydro auf einem T7 Schiff. Keine Torpedos an Bord. Und ja, die Ladezeit ist ein Ticken langsamer als die der Zara. Das ist das, was man dazu sagen kann. Alles andere ist identisch. Ja, hier oben fehlt vielleicht die weiß-rote Markierung. Die Zara hat sie. Ja, die Goriza eben nicht, ja. Aber sonst, ihr seht schon, ist auch optisch das gleiche Dampferchen. Und dann kommen wir zu den britischen schweren Kreuzern. Ich werde euch jetzt für jede Zielstufe die Änderungen erklären, die World of Warships jetzt hier zeitnah machen will. Wie gesagt, alles Work in Progress immer noch. Fangen wir mit T5 an, denn da gibt es die erste Änderung bei den 190mm Kaliber Kanonen. Zum einen wird die Ladezeit verlängert, und zwar hier von 13 dann hoch auf 14 Sekunden. Das heißt, ihr ladet langsamer nach, werdet weniger häufig schießen. Das geht aber einher mit einer Verbesserung für euch, nämlich mit dem Maximalschaden pro der HE-Granate. Jetzt sind es noch 2650, in Zukunft werdet ihr 3050 Alpha-Damage machen können, möglicherweise Work in Progress natürlich. Brandwahrscheinlichkeit steht hier noch mit 13%, das werden in Zukunft 15% werden. Außerdem gibt es eine Verbesserung bei der Reparaturmannschaft der Hawkins, und zwar die Zitadellenschäden, die ihr ja ab und zu mal kassieren werdet, unweigerlich mit dem Dampfer. Hier ist die Zitadelle relativ groß präsent, deutlich über Wasser zu erreichen. Da wurden bis jetzt nur 10% in die Wiederherstellbarkeit bei der Reparaturmannschaft angerechnet. In Zukunft werden es 50% eurer Schäden sein, die ihr da bekommt, die angerechnet werden, ja, um sie wiederherstellen zu können. Und dann kommen wir jetzt zu T6, T7 und T8, also Devonshire, Surrey und Albemarle oder wie das Schiff vorher hieß, Bedford, ja, die wird ja umbenannt, geht um die 203mm Kaliber. Die Schiffe werden andere Ladezeiten bekommen. Die Devonshire wird erhöht von 12 auf 14, die Surrey, die ihr hier seht, von 11 auf 13 und die Bedford oder eben Albemarle von 12 auf 14 Sekunden.
Aber die Granaten werden auch hier verbessert, ähnlich wie bei dem T5-Schiff. Und zwar wird der Alpha-Damage von 2850 erhöht auf 3300 und die Brandwahrscheinlichkeit von 15 hoch auf 17% Stock. Dazu gibt es dann natürlich auch hier Veränderungen bei der Reparaturmannschaft. Ja, die Devonshire und die Surrey bekommen auch hier Zitadellenschäden von 50% repariert und auch die Albemarle, die hatte allerdings vorher schon 33%, die bekommt jetzt auch 50%. Das ist also, insgesamt wird ein bisschen was an der Überlebensfähigkeit sozusagen getan und eben an dem Schaden, aber eben nicht mehr ja, das schnelle Schießen oder das schnellere Schießen, sondern eben, es wird langsamer geschossen, dafür macht ihr aber beim Treffer eben mehr Schaden. Das ist eigentlich so das, was man dazu sagen kann. Ich habe euch jetzt stellvertretend für T10 und T9 einfach mal die Goliaths hier in den Hafen gestellt. Der T9-Schiff bekommt eine Ladezeitverlängerung von 14 auf 16,5 Sekunden und von 17 auf 19,5 Sekunden hier bei der Goliaths, ja, 234 mm. Ladezeit 17 wird jetzt hier noch angezeigt. Das sind halt noch die alten Werte. Aber es gibt eine sehr, sehr interessante Veränderung für die HE-Granaten ab dem Kaliber 234 mm, wie T9, T10 Schiffe das haben. Jetzt hier noch 3350 Alpha Damage, in Zukunft 3850. Die Brandwahrscheinlichkeit wird Stock von 21 auf 24% erhöht. Das heißt, ihr kommt hier nachher sogar auf 28%, wenn ihr Sprengmeister und die Signalflaggen für die Brände mit reinpackt. Dazu kommt, ja, und das ist auch eine interessante Veränderung, ein Viertel Panzerungspenetration für die HE-Granaten, aber nur auf T9, T10, so verstehe ich das hier zumindest die Ansage, dass ihr jetzt statt 38 mm Panzerung, wie es jetzt hier noch steht, eben 58 mm Panzerung penetrieren könnt und das macht IFAE eben überflüssig. Aktuell fährt man die Goliaths gerne noch mit IFAE und verbraucht dann eben 4 Skillpunkte, die bleiben euch jetzt erspart, die könnt ihr dann jetzt woanders rein investieren. Zumindest Work in Progress, ja. Außerdem wurde die Ballistik nur für diese 234 mm Kaliber verändert. Und zwar fliegen die Granaten jetzt langsamer. So dauert es jetzt dann statt vorher 5,2 für 10 Kilometer 5,39 oder bei 15 Kilometer statt 8,63 eben 9,2 Kilometer. Außerdem wird bei dem T9 T10 Schiff die AP-Granate verändert und zwar wird die Panzerungspenetration erhöht, besonders im Kurz- und Mittelstreckenbereich. Ne? Im Bereich von 7 Kilometer wird 33 mehr Panzerung penetriert, im Bereich von 14 Kilometer um die 5% mehr Panzerung. Auch hier gilt natürlich das gleiche wie bei der HE-Granate. Die Granaten fliegen langsamer und brauchen somit länger, bis sie im Ziel sind. Ihr müsst also weiter vorhalten. Das ist so ein bisschen diese Sache, die da eingetauscht wird für, sage ich jetzt mal. Der Krupp-Faktor, das ist jetzt nur so eine Information am Rande. Klar, wenn die Panzerungspenetration sich verändert, dann wird eben der Krupp-Faktor verändert. Unter anderem, ja, und zwar 2400 war es vorher. Der neue Krupp-Faktor sind 2900. Der Krupp-Faktor im Spiel gibt die Härte der Granate an. Umso größer dieser Wert, umso härter ist das Metall quasi, aus dem die Granate gemacht ist, wenn du das so sagen willst, ne? Und der Luftwiderstandswert, auch ganz logisch, der steigt natürlich und dadurch fliegen die Granaten eben langsamer und der Bogen wird ein bisschen höher. Ne? Ja, und dann hatte ich euch ja schon erzählt, dass die Zitadellen verändert werden. Also der Zitadellenschaden, der wird nämlich auch bei T9, T10 Schiffen von 33 auf 50% potenzielle Wiederherstellungshörbarkeit erhöht. Aber eben auch der Kasemattenschaden, ja. Ich blende das hier mal ein. Die Kasematte ist der Bereich hier oben, ja. Da hat man eben vorher 50% wiederherstellen können. Also 50% des Schadens wurde auf die Fähigkeit der Reparaturmannschaft angerechnet. Das ist dieser graue Bereich, der euch im Überlebensbalken angezeigt wird. Der ist ja mal größer, mal kleiner, je nachdem, welche Art von Schäden ihr bekommen habt. Und in Zukunft wird für Kasemattenschäden bei der Goliaths und bei der Drake eben 60% angerechnet und nicht mehr 50 und bei der Zitadelle eben nicht mehr 33, sondern 50%. Das ist eigentlich alles. Das heißt nicht automatisch, dass ihr dadurch besser überlebt. Das kommt immer auf den Schaden halt drauf an, aber man kann es besser ausnutzen, um es mal so auszudrücken. Ja? Wenn ihr Focus Fire seid, dann könnt ihr gar nicht so schnell reparieren, wie ihr runterschmelzt von den Trefferpunkten her. Aber das ja nur so am Rande ist euch ja eigentlich schon klar. Ja, das ist das, was man zu den britischen Kreuzern sagen kann. Am Ende ging es darum, dass
Wargaming sagte, der Kampf aus relativ kurzer Distanz bei britischen Kreuzern eben dazu führte, dass man vom Feind fokussiert wurde. Oh, welche Überraschung. Ja, das habe ich ja eben auch schon mal angedeutet. Und ihr erhaltet dadurch erheblichen Schaden. Und die Veränderung der Reparaturmannschaft soll eben dafür sorgen, dass ihr länger überleben könnt. Ja, bei solchen harten Kämpfen. Und weil die HE-Granaten werden unter anderem deswegen verändert, weil sich die Kreuzer gerade auf schwer gepanzerten Zielen etwas schwer getan haben, den vernünftigen Schaden anzubringen. Und die Nachladezeit wird verlängert, um die Schäden, die auf leichte und mittlere Ziele, also leicht gepanzerte und mittlere gepanzerte Ziele gemacht habe, irgendwie ein bisschen auszugleichen. Weil da war der Schaden der britischen schweren Kreuzer gut, nur auf den schweren Zielen war er eben nicht, also auf den schwer gepanzerten Zielen war er eben nicht so gut. Und man will jetzt den Schaden auf schwer gepanzerten Zielen irgendwie erhöhen, ohne die leichten und mittler gepanzerten Schiffe zu doll Nachteil zu geben gegenüber den britischen schweren Kreuzern. Das ist so ein bisschen der Balanceakt, den Wargaming gerade versucht. Ich bin gespannt, ob es so funktioniert oder ob wir noch weitere Iterationen der Schiffe sehen werden. Ich würde mich jetzt freuen, wenn ich eure Kommentare unter dem Video finde. Konstruktiv eure Idee, eure Meinung zu den Änderungen, die Wargaming jetzt hier reinbringen will. Wie gesagt, vergesst nicht, it is work in progress. Es kann sich noch einiges verändern. Es kann ganz anders kommen. Also nichts wird so heiß gegessen, wie die kocht wird, sage ich immer. Und in dem Sinne, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Daumen nach oben da lassen, abonnieren, Glocke drücken und vor allen Dingen weiterempfehlen, wenn euch dieses Video und der Kanal gefällt. In dem Sinne, das Siegraus-Team und ich sagen herzlichen Dank für eure Zeit und wir sehen uns im nächsten Video, im nächsten Livestream hier auf dem Kanal. Haut rein, ciao, ciao.